Ich bin David, Journalist, Lebensmittelaktivist und Mülltaucher. Weltweit wird ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen. Das geht mir unter die Haut. Wie lässt sich Lebensmittelverschwendung stoppen? Auf der Suche nach Lösungen reise ich durch 5 europäische Länder. Ich gehe auf Schatzsuche und will Lebensmittel vor dem Wegwerfen und dem Verschwenden retten. Mit dem Eingesammelten koche ich kreative Gerichte. Zusammen mit Spitzenköchen, Wissenschaftlern und Feinschmeckern. Mit dabei ist ein Müllcontainer, den ich zur Waste-Küche umgebaut habe, und mein Waste-Mobil, das nur mit gebrauchtem Speiseöl fährt. Meine Mission ist Waste-Cooking. Diese Etappe führt mich nach Deutschland. In der Nähe von Stuttgart begebe ich mich auf die Suche nach einer Art der Lebensmittelverschwendung, die oft übersehen wird. All das, was neben den Nutzpflanzen sonst noch in der Natur wächst und ungenutzt zurückbleibt. Ich habe mich mit dem absoluten Experten auf diesem Gebiet verabredet, dem Kräuterkoch Peter Becker. Hallo, hallo. Hi. Wie geht's? Kannst du mir gleich helfen? Wir wollen hier den Bachlauf freischneiden vom indischen Springkraut, weil es einer der schlimmsten invasiven Neophyten ist, der sich in Deutschland immer mehr in unseren Bachläufen breit macht und die heimische Artenvielfalt zu verdrängen bedroht. Neophyt heißt was? Das sind pflanzliche Neubürger, die sich mangels natürlicher Fraßfeinde hier in Deutschland unglaublich ausbreiten. Und leider werden sie überall entweder mit viel Gift oder mit anderen Maßnahmen der Massenvernichtung bekämpft. Ich bin so ein Fressfeind. Ja, das ist auch das Ziel. Menschen zu zeigen, diese Blüten und auch die Früchte und Samen sind nicht nur essbar, die sind sogar gesund. Und die weitere Verbreitung kann man am besten unterbinden, indem man alle Blüten aberntet. Und wenn man es schafft, auf wichtigen Gebieten alle Blüten abzuernten, kann man die Fruchtbildung zu 100% unterbinden. Und das ist sehr viel besser wie einfach Massenvernichtung. Der Wildpflanzenspezialist holt sich seine Kochzutaten am liebsten direkt aus der Natur und entdeckt dabei das Unkraut als Delikatesse. Und was gibt es eigentlich sonst noch für Wildpflanzen, die normalerweise ungenutzt bleiben? David, da drüben die Mädesüßblüten kann man mitnehmen. Was sind das für Blüten? Das ist das Mädesüß, eine der 2 Pflanzen, aus denen früher Salicylsäure für Aspirin gewonnen wurde. Und die Blüten haben einen bittermandelartigen Geruch. Ich habe eher ein bisschen Kopfweh. Und ich nehme die, um süße Teige zu würzen. Den Löwenzahn, ich verarbeite vom Löwenzahn alles, außer dem Blütenstängel, der ist mir zu bitter. Ich mache aus den Blättern Flammkuchenbelag, verwende die Blätter wie Spinat oder mache ein süßes Pesto draus. Schmeckt auch sehr lecker. Gar nicht so übel. Und man könnte eben in großen Mengen regional Wildkräuter auf den Speiseplan setzen. Und das wäre die Ernährungswende zum Nulltarif. So, dass man auf dem Weg zum Supermarkt wahrscheinlich mehr essbare Wildpflanzen finden kann, die im Supermarkt angeboten werden. Peter Becker ist so etwas wie der Indiana Jones unter den Köchen. In seinen Kochbüchern beschreibt er 20 Neophyten und über 100 weitere Wildpflanzen, die alle essbar sind und in schmackhafte Gerichte verwandelt werden können. Wie bist du auf die Kräuter gekommen? Das Schlüsselerlebnis war eigentlich, dass ich als Jugendlicher Cannabis angebaut habe, um es zu rauchen, und dann festgestellt habe, die Blätter sind so lecker, das ist viel zu schade, als dass ich jetzt die Pflanze auswachsen lasse, um die Blüten zu ernten. Ich finde, die Blätter sind das Wichtigste an der Hanfpflanze. Hier sieht man, kommt noch der ein oder andere Käfer raus, also guckt man noch mal durch. Da sind noch ein paar Käferchen. Und diese Fleischeinlage wollen wir uns sparen.
Was für die einen einfach nur Unkraut ist, nutzt Peter Becker als Nahrungsquelle. Allein in der Umgebung von Stuttgart gäbe es tausende Kilo Springkrautblüten zu ernten. Die Frühstücksmarmelade müssten wir nicht mehr im Supermarkt kaufen, wenn wir den pflanzlichen Fremdling in unserem Kochtopf einbürgern. Jede andere Methode, ob das jetzt die chemische Keule ist oder das Ausreißen und Zertreten, ist alles einfach nur destruktiv. Jede Gemeinde, die gegenwärtig sagt, sie hat kein Geld für Naturschutz, kann diesem Weg den Naturschutz finanzieren. Weil man ein bisschen Übung hat, so wie ich, kann man 1 Kilo Blüten in einer Stunde ernten. Und 1 Kilo Blüten verarbeite ich zu Gelee im Wert von 300 Euro. Und das ist schon nicht schlecht. So, und dann können wir den abgekühlten Gelee einfach mal kosten. Und was meinst du? Spitze. Mit Springkrautmarmelade im Proviant geht's nach Berlin. Am Land war es vergleichsweise einfach, ungenutzte Lebensmittel einzusammeln. Aber funktioniert das auch in einer Großstadt wie Berlin? Was bleibt hier zwischen den Häusern zurück? Und wo gibt's Leute, die sich damit auskennen? Stadtfrüchte, die andere links liegen lassen, sind die Spezialität von Magda Zahn. Die Lebensmittelaktivistin hat eine geniale Online-Plattform ins Leben gerufen. Auf mundraub.org finden Hungrige wie ich die Standorte von Bäumen, die auf öffentlichem Grund stehen und freigegeben sind und deshalb ganz legal abgeerntet werden dürfen. Mundraub Map. Und dann schauen wir einfach in Berlin, wo es jetzt zum Beispiel Mirabellen gibt, weil ich weiß, dass die jetzt gerade reif sind. Da gibt es eine Karte, auf der so Obstbäume und solche Sachen eingezeichnet sind. Wir haben jetzt mittlerweile 17.000 registrierte Nutzer. Das sind halt Leute, die aktiv dazu beitragen, dass der Inhalt unserer Karte immer weiter wächst. Also da kommen jeden Tag mindestens 20 neue Einträge hinzu. Wir müssen hier abnehmen. Okay. Mittlerweile ist natürlich die Karte schon angewachsen auf über 10.000 Fundorte. Wow. Wobei jeder Fundort nicht mal nur für einen Baum steht, sondern es kann teilweise für ganze Wiesen oder für ganze Alleen stehen. Also das sind noch mindestens 20.000 bis 30.000 Bäume stehen dahinter. Also, und die halt einfach so in der freien Landschaft stehen, also auf öffentlichem Grund. So, jetzt guck, ich sehe es schon. Siehst du das Wow. Gelbe? Das sind nicht vertrocknete Blätter, das sind die Früchte. Aktivistinnen wie Magda setzen sich deutschlandweit für die Nutzung der öffentlichen Bestände von Bäumen und Sträuchern in Stadt und Land ein. Nichts soll ungenutzt verfaulen, weder Früchte noch Nüsse, Kräuter oder Beeren. Wie viele Menschen könnte man jetzt in der Stadt mit diesen Früchten ernähren? Es gibt ja, wie ich schon aufgezählt habe, ganz viel Obst und auch Kräuter und Nüsse, die einfach draußen wachsen. Ich bin mir sicher, wie gesagt, jeder Mensch, der in Berlin lebt und Lust darauf hat, selber was zu ernten, findet hier auch was. Und das reicht für diese Leute auf jeden Fall. Es gibt ja so viel zu essen. Stadtfrüchte nicht zu nutzen und sie verfaulen zu lassen, ist ja eine Form der Lebensmittelverschwendung. Ja, also es werden natürlich, muss man dann nicht aufwendig erzeugte und aufwendig transportierte Früchte im Supermarkt kaufen, sondern kann halt die Sachen vor Ort essen. Das ist schon mal natürlich ein großer Vorteil, weil man dann einfach weniger halt im Supermarkt landet und man hat einfach diese kürzeren Transportwege. Natürlich hat man was davon, weil das Obst hier ist direkt frisch vom Baum und schmeckt natürlich viel besser. Und so eine Marmelade, die man selber macht, vom Pflücken bis zum Deckel zuschrauben, da hat man halt ein ganz, also so eine Marmelade schmeißt man einfach nicht weg. So viel Obst mitten in Berlin ist echt unglaublich. Berlin ist im wahren Sinn des Wortes zum Vernaschen. Die Stadtbäume haben weit mehr zu bieten als das durchschnittliche Supermarktregal. Als Mundräuber kann ich mir die eigene Stadt einverleiben
und lebe günstiger und gesünder. Obst schätze überall. Ich sehe nur noch Essen überall. Jeder Strauch ist für mich irgendwas Essbares, mehr oder weniger. Das ist schon fast schlimm. Also. Mein Hunger ist gestillt. Mein Auto beschwert sich aber über mangelnde Nahrungszufuhr. Die Tankanzeige ist fast auf Null. Wo bekomme ich nur in Berlin gebrauchtes Speiseöl her? Die Currywurst ist ein deutsches Nationalgericht und ein urbaner Snack mit Kultcharakter. Besonders in Berlin. Hier ist die Currywurst auch erfunden worden. In dieser Stadt werden 70 Millionen Currywürste im Jahr verspeist, meist mit Pommes dazu. Wo Fritten sind, kann Fett eigentlich nicht weit sein. Finde ich eine echt coole Sache, dass ich von dir Frittenöl bekomme. Bis jetzt bin ich nämlich nur auf Schnitzelöl abgefahren. Dann wird es ja mal Zeit für was Vernünftiges. Wie viel Frittenöl fällt bei euch so an? Ich würde sagen, vielleicht 500-600 Liter die Woche. Also okay. Wir haben 5 Fritteusen und 2 Filialen und da kommt halt einiges zusammen. Ganze Menge, ja? Also wir wechseln das Öl täglich. Okay. Was passiert normalerweise damit? Also normalerweise holt unser Lieferant das auch direkt ab. Okay. Und was er dann damit macht, kann ich nicht genau sagen. Okay. Also bei mir kommt es in den Tank, Fritten in den Tank. Einmal abstellen. So. Ja. Was macht ihr denn da? Mein Auto und ich, wir ernähren uns nur von Abfallprodukten. Echt? Ja. Okay. Coole Idee. Aber das mache ich nicht nur zum Spaß, das ist meine Mission. Was ist das für ein Öl? Erdnussöl. Erdnuss ist besser als Erdöl, würde ich sagen. Ja, okay, auf jeden Fall. Ja. Weil es geht ja ums Thema Ressourcenverschwendung. Ja, cool. Wir müssen noch warten, bis es durchgefiltert ist. Ein bisschen noch. Sehr gut, sehr gut. Im Vergleich schneidet das deutsche Frittenfett übrigens genauso gut ab wie das österreichische Schnitzelöl. Ist das Auto einmal Fett als Treibstoff gewohnt, will es nichts anderes mehr im Tank und gleitet förmlich durch die Nacht. Angeblich bleibt ein Drittel der Ernte bereits am Feld liegen. Das kann und will ich nicht glauben und muss mir das am Stadtrand von Berlin etwas genauer ansehen. Auf zur Nachernte. Im Berliner Außenbezirk Spandau steuere ich ein Feld an, auf dem jede Menge Gemüse liegen geblieben ist. Das soll aber nicht so bleiben, wenn es nach dem engagierten Bauern geht. Ich treffe Biobauer Christian zusammen mit dem niederländischen Protestkoch und Lebensmittelretter Bam Kat in seinem Schlepptau eine Gruppe junger Lebensmittelaktivisten. Ich hoffe, Zucchini zu kriegen. Kohlrabi hast du wahrscheinlich. Was ist im Moment noch mehr? Fenchel ist auch schön. Du bist der Bauer, du bist der Chef. Du erklärst, wie es funktioniert. Ja. Also, auf geht's. Das ist ein ganz typisches Beispiel. Der normale Markt möchte das nicht, weil eben hier der Kopf schon jetzt einfach auseinander geht. Aber der Brokkoli, der schmeckt noch ganz genauso. Ja? Und der ist einfach super lecker. Man sieht hier diese unterschiedliche Entwicklung dieser Röschen. Und der ist einfach nicht gleichmäßig. Und wenn ich jetzt vermarkte, dann werden die eingeschweißt. Die Maschinen sind alle genormt. Die Folie und was weiß ich, ist alles so eingestellt, dass eben alles gleichmäßig groß sein muss. Es muss 1,3 Kilo schwer sein. Und wenn die Maschine nicht weiß, weil sie computergesteuert ist, dann kann ich sowas nicht einpacken. Dann würde ich sagen, ran an den Kohl. Auch Biobauer Christian bestätigt mir, dass auf deutschen Äckern im Schnitt bis zu 40% der Ernte liegen bleiben und untergepflügt werden. Früher war die Nachernte weit verbreitet. Doch heute macht sich kaum jemand mehr die Mühe, unkonventionelles Gemüse einzusammeln. Das wollen die jungen Aktivisten der Slow-Food-Bewegung ändern und gehen mit gutem Beispiel voran. Bam, komm mit uns, es gibt Zucchini. Die Zucchini ist eigentlich so das typische Beispiel, was ich empfinde, was ziemlich sich in die Perversität wirklich entwickelt hat die letzten Jahre.
das ist jetzt einfach eine Zucchini, die ich einfach in einem normalen Laden überhaupt nicht finde mehr. Und das sind Zucchinis, die ich im Laden finde. Ja. 15 und 20 Zentimeter ist im Moment die genormte Zucchini. Der Bauer wird eigentlich verarscht, weil mit sowas kann er kein Geld verdienen. Wenn er, ich sage jetzt mal, wenn er so eine Zucchini hat, dann wiegt die ein paar Gramm. Oder wenn ich die habe, dann habe ich eben gleich fast ein Kilo. Und da habe ich schon mal ein großes Problem, dass der Bauer schon mal viel, viel mehr ernten muss, viel, viel mehr Arbeit hat, um überhaupt zum Schluss auch wirklich das zu verdienen, was er eigentlich auch braucht. Immer wieder höre ich, naja, aber die kleinen Zucchinis, die schmecken doch viel zarter, die schmecken doch viel besser. Völliger Humbug. Ich kann es jetzt einfach nur mal so machen. Sicherlich ist die Butter zart, gar keine Frage. Schmeckt, kostet mal jetzt den Unterschied. Und ich möchte ganz ehrlich dein Urteil haben. Was schmeckt dir besser? Die schmeckt intensiver, aromatischer. Ja. Ja. Mir schmeckt die besser, ganz ehrlich. Ja, so. Das ist auch eine, und so ist es, genau das ist es. Einfach hier geht es wirklich um Profitgeilheit. Einfach gegenüber auch den Bauern ist es einfach nicht fair. Unglaublich, so schöne Zucchini und die werden einfach verschwendet. Ich pack's nicht. In nur einer Stunde ist genügend krummes Gemüse zusammengekommen für ein gemeinsames Koch-Happening. Passt, super. Danke für die Mitarbeit. Wir steuern die Prinzessinnengärten in Kreuzberg an, das wohl bekannteste Urban Gardening-Projekt in Berlin. Eine ehemalige Brachfläche, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Auf 6000 Quadratmetern wachsen hier rund 500 verschiedene Kräuter- und Gemüsesorten, die von engagierten Anwohnern gepflanzt wurden. Die ideale Atmosphäre für eine Schnippeldisco mit Waste-Cooking-Unterstützung, angeführt von Wam Kat. Seit 35 Jahren ist er als Kochaktivist bekannt. Ein großes Vorbild für mich. Es ist einfach Waste-Cooking. Wam Kat ist ein kulinarischer Weltverbesserer, der unermüdlich auf Demos für Frieden und Umwelt aufkocht. Mit uns sagt er der Lebensmittelverschwendung den Kampf an. Was schätzt du, wie viel aussortiertes Gemüse ist das? Ich würde mal sagen 100 Kilo. Macht wie viele Mahlzeiten? 300 Stück. 300, ja, ja, da müssen wir schauen, dass so viele kommen. Und da braucht man natürlich bei so viel Gemüse auch ziemlich viel Leute, die mitkochen. Die Schnippeldisco ist ein Kind Berlins. Entstanden ist sie aus der Slow-Food-Jugend, die sich für eine bewusste Ernährung und für Nachhaltigkeit einsetzt. In nur wenigen Jahren hat sich die Schnippeldisco über die halbe Welt verbreitet, von Frankreich über Peru bis Südkorea. Junge Menschen aus allen Schichten finden hier zusammen und protestieren lustvoll gegen Lebensmittelverschwendung. Tanzen und Essen sind immer gratis. Karotten! Achtung, Achtung, Leute, wir haben nämlich heute mal wieder hunderte Kilo Gemüse geschnippelt. Einmal, wuhu, wuhu, wuhu. Ihr habt das gesehen, das waren Riesen-Zucchini, das waren knubbelige Kohlrabi, das sind kleine Kartoffeln, das sind alles Sachen, die ihr normalerweise nicht im Supermarkt findet, weil sie dort nämlich nicht hingehen, weil der Supermarkt sagt, wir wollen das nicht kaufen. Und deshalb haben wir vor 3 Jahren die Schnippeldisco in Deutschland begonnen. Und wir werden ja oft gefragt, was kann man denn mit solchen Aktionen eigentlich erreichen? Schnippeln, Spaß haben, Musik, junge Leute zusammenbringen. Kochen ist einfach nichts, was irgendwie verschwinden soll, weil wir alle nur noch Convenience essen sollen, irgendwas aus der Plastikpackung. Weil ich glaube, es liegt daran, wenn wir wieder anfangen zu kochen, dann fliegt auch weniger in die Tonne, weil wir dann genau wissen, was wir mit komisch aussehenden Gemüse hinkriegen, was wir mit Sachen hinkriegen, wo wir nicht genau wissen, was man damit eigentlich macht. Aber das liegt an uns, weil wir müssen kochen, kochen und nochmal kochen. Deswegen cool, dass ihr hier seid. Aus dem krummen Gemüse kochen wir einen niederländischen Hütspot. Hütz heißt so viel wie bunt durcheinander gewürfelt. Ein traditionelles Bauernessen aus dem, was von der Ernte übrig bleibt. Als Nachtisch
kochen wir einen Grießapfelbrei mit Bio-Bananen. Diese Bananen kommen aus der Dominikaner Republik. Und diese Kiste ist die normale Abfall von einem Bioladen pro Woche. Das ist ungefähr 50% von seinen Bananen, die er einkauft, schmeißt er einmal pro Woche weg. Sind nur 20.000 Kilometer über die Welt geflogen. Ja, ja, wir legen Dörfer in Afrika platt. Die Leute haben nichts mehr zu essen, aber die Bananen, die wir da wegholen, die schmeißen wir hier weg. Wo fängt für dich eigentlich die Lebensmittelverschwendung an? Ich meine, solche Idioten, die sagen, wir essen, bis die Doktor kommt oder so. Oder von diese Betrieben, wo du kannst so viel essen für einen Preis. All you can oder, eat. Oder wenn du mehr als 2 Kilo Steak esst, kriegst du umsonst. Wie geht's? Gut. Ja. Hast du mir was mitgebracht? Ja. Und das ist aus unseren Mirabellen geworden. Genau. Die perfekte Ergänzung für unseren Nachtisch. Ja. Dank dir. Das war Polenta, die jetzt vor 3 Jahren abgeschrieben ist. Ne? Vor 3 Jahren abgelaufen. Welcher Idiot kocht mit Abfall? Warum? Wir. Ja, weil es genug gibt. Weißt, wenn es keinen Abfall gegeben hätte, konnten wir da auch nicht mit kochen. Wenn man nicht besser weiß, schmeißt man das weg. Ja, und bei mir spielt auch noch natürlich ein Teil mit. Ich habe in einer Gesellschaft gewohnt, wo Hunger war. Weißt, in Sarajevo im Krieg haben wir Hunger gehabt. Und das bedeutete, dass man auch das Letzte noch gegessen hat. So, und dann lernt man in der Tat, dass man mit das Letzte auch noch was Leckeres machen kann. Jedenfalls, ich nehme an, dass es lecker ist. Noch ein Löffel? Du kannst kochen. Danke, dass du das sagst. Hallo! Wir haben gekocht, wurde gesagt. Ihr habt mit viel Energie geschnitten und das merkt das Gemüse. So, die Liebe, die von euch reingegangen ist in das Enthusiasmus, das kannst du da abholen jetzt. Genug geredet, jetzt wird gegessen. Oh, das Essen kommt zurück zu Bauern. Waste Food vom Feinsten. Schmeckt fantastisch. In nur einer halben Stunde sind fast alle Gäste satt, aber es ist noch jede Menge Essen übrig. Das oberste Waste Cooking Gebot lautet ja: nichts verschwenden, alles aufessen. Was tun? Wer hat Hunger? Hast du Hunger? Wir kochen mit dem, was andere verschwenden. Und haben noch lecker Essen übrig. Wir haben noch was Besseres für Sie. Diese Pizza, das kann nicht alles gewesen sein. Waste Cooking, Schnippeldisco. Wer hat Hunger? Sehr gut. Ja, reinspazieren. David, was machst du? Ich hol die Leute zum Essen. Was sonst? Wir haben fast nichts mehr. Es gibt's nicht. Ja, es ist fast alle. Du hast gesagt, wir haben so viel. Ja, aber wir haben auch ganz viele Menschen. Komm, essen wir die Nacht. Mein kleiner Aufruf hat schneller gewirkt als gedacht. Vom Hauptgericht ist kein Löffel mehr übrig. Noch schnell die Nachspeise servieren. Die Hungrigen stehen schon wieder Schlange. So mit Gelee vom indischen Springkraut oder auch Mirabellenmarmelade. Ist das Banane? Nee, das ist Marmelade aus Mirabellen. Sehr gut. Am Ende sind es 350 Menschen geworden, die wir mit dem übrig gebliebenen Gemüse von nur einem Feld bekochen konnten. Jetzt bleibt Zeit, die Eindrücke zu verdauen. Deutschland war für mich irgendwie echt der Wahnsinn. Die Verschwendung war groß und immer noch ein schweres Thema. Aber gleichzeitig hier in Berlin hat sich so eine Leichtigkeit aufgetan. Irgendwie, wenn das Schnippeln richtig groovt und Waste Cooking zu rocken beginnt, danach macht es Spaß und irgendwie auch Sinn. Und ich bin echt extrem motiviert für die nächste Station.
Nächstes Mal geht's in die Niederlande. Dort widme ich mich dem Thema Fleisch und Verschwendung. Hi. How are you? Tiere essen, ganz oder gar nicht, ist hier die Devise. Oder sind vielleicht sogar Insekten die Antwort auf Lebensmittelverschwendung? Ja, komm.